Satellitenbilder sollen inzwischen die Zerstörung im Herzstück der saudischen Ölindustrie zeigen. Darauf sind Einschlaglöcher und Brandspuren in den Förder- und Raffinerieanlagen zu sehen. Am Samstag hatten Drohnen den staatlichen saudischen Ölkonzern Aramco ins Visier genommen. Es kam zu Explosionen und Bränden an zwei Standorten. Zum Anschlag hatten sich Houthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen bekannt, die im Bürgerkrieg gegen eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition kämpfen. Die Houthi werden von Teheran unterstützt. Eine direkte Beteiligung an den Anschlägen weist der iranische Außenminister Javad Zarif aber zurück. Weil die US-Politik des maximalen Drucks gescheitert sei, seien die Amerikaner nun auf maximale Lügen umgestiegen. Die Brände seien inzwischen unter Kontrolle. Laut Angaben der Saudis ist aber die Produktionsmenge um 5,7 Millionen Barrel eingebrochen, die Hälfte der saudischen Tagesproduktion. Aus dem Weißen Haus drohte der US-Präsident mit einem Vergeltungsschlag. Trump twitterte: "Wir haben Anlass zu glauben, dass wir den Täter kennen und warten mit geladener Waffe auf die Bestätigung." Laut US-Medienberichten soll die amerikanische Regierung Hinweise haben, dass die Drohnen aus west-nordwestlicher Richtung und damit womöglich vom Iran oder Irak gekommen seien. Dennoch befürworten nicht alle Republikaner einen möglichen Militärschlag. Das ist ein regionaler Konflikt. Es gibt keinen Grund für die Supermacht USA, den Iran zu bombardieren. Das wäre eine unnötige Eskalation. Neben den politischen sind auch die wirtschaftlichen Folgen noch unklar. Zum Beispiel, wie teuer die Ölverknappung für Verbraucher weltweit an den Zapfsäulen wird. Steigende Ölpreise will US-Präsident Trump um jeden Preis verhindern. Er hat das US-Energieministerium angewiesen, notfalls seine strategische Reserve von 630 Millionen Barrel Öl anzuzapfen.